Adriatischen Meer, zum Beispiel von Civitavecchia nach San Benedetto. Klaus Angermann und unsere Kameraleute des ZDF-Studios Rom haben dieses Rennen begleitet. Das Wasser ist noch kühl, doch die Winde sind schon warm und der Frühling am Tyrrhenischen Meer einen Schritt weiter als in Deutschland. Kühl, ruhig kühl, bleibt nur Cesare, der Yachthund vom Hafen Santa Marinella, als in seinem Revier die Radsport-Tifosi heißes Blut zeigen. Giuseppe Saroni, den sie Beppe nennen, ist der Star dieser 20. Radetappentour von Tirreno nach Adriatico. Saroni, der schon Weltmeister und Giro-Sieger war, zeigt sich freundlich und gelassen. Beppe ist übrigens auch Mannschaftschef von Rolf Gölz aus Bad Schussenried. Der Profi-Neuling hätte hier vor Aufregung fast vergessen, sich in die Startliste einzutragen. Eingetragen beim ersten italienischen Etappenrennen auch Gregor Braun. Der Neustädter mit neuem Elan ins neunte Profijahr. Tirreno Adriatico sieht viele Stars am Start. Weltmeister Claude Crequillon zum Beispiel aus Belgien. Dietrich Thurau, der zu seiner Mannschaft zählt, fehlt diesmal noch, weil er noch ein paar Trainingskilometer zu wenig hat. Dafür ist aber Bernard Hinault hier mit dabei. Was wird die Saison dem Bretonen wohl bringen? Den fünften Tour de France-Sieg? Fest im Sattel der internationalen Radsportspitze auch ein Amerikaner, Greg LeMond. Der Weltmeister von 1983 hat frisches Blut mit aus den USA nach Europa gelockt. Zum Beispiel Alexei Graywall, den Olympiasieger von Los Angeles. Und noch ein US-Olympionike fährt Straßenrennen in Europa. Erik Heiden, ganz richtig der Eisschnelllaufstar von Lake Placid. Heiden, Radprofi, wohl mehr für einen Werbegag seiner Firma, einer großen Ladenkette, aber wie dem auch sei, Respekt vor dem fünffachen Goldmedaillengewinner. Dass mit ihnen noch immer zu rechnen ist, wollen die Alten beweisen. Lüster van Impe, der Belgier, der 38 Jahre alt ist. Der Holländer Joop Zoetemelk, ebenfalls 38. Und sein Landsmann Henny Kuiper, der Olympiasieger von München, Weltmeister 1975, der erst 35 ist. Italiens erstes Etappenrennen vereint heuer Klasse und Masse mehr als je zuvor. Tirreno Adriatico als Vorbereitung auf die großen Eintagesrennen hat Paris-Nizza den Rang abgelaufen. 180 Fahrer, 23 Rennställe sind vertreten. Das Rennen, das am Mittwochnachmittag begann, führt über 6 Etappen mit insgesamt 1050 Kilometer. Eine ideale Vorbereitung für Mailand-Sanremo. Und mittendrin im Gewimmel und vorzüglich gefunden von meinem Kameramann Ronny Schmidt, Rolf Gölz, der Oberschwabe. 22 Jahre alt, hatte als Profi-Neuling vor 3 Wochen einen tollen Einstand gegeben. 3 Etappengewinne und Gesamtsieg in der Ruta del Sol auf Andalusiens Straßen. Bescheiden und freundlich im Auftreten, couragiert im Rennen, natürlich noch etwas zu amateurhaft kämpfend, hat der Bad Schussenrieder einen guten Weg eingeschlagen. Im Tross der Begleitwagen bei den sportlichen Direktoren spricht man von Gölz. Peter Post, der Holländer, hatte die Empfehlung, Gölz in sein Erfolgsteam einzubauen, nicht ernst genommen. Umso froher ist jetzt er, Petro Algeri, der Saroni-Teamchef, über seine Neuerwerbung aus Deutschland. Statt Gölz fährt für den Profi-Express aus Holland nun Erik van der Arden, ein großes belgisches Talent, und Olympiasieger Alexei Graywall hier mit Walkman im Ohr. Gölz hat mit dem Del Tongo Colnago Rennstall einen guten Rennstall gefunden und gute Mannschaftskameraden und einen prima Kapitän, eben Giuseppe Saroni. Der Bergamasche will nach einer schwachen Vorsaison heuer zu großem Erfolg zurückkehren, als Gegner von Moser, der zurzeit erkrankt ist. Stets beschirmt von Mannschaftshelfern wie Rudi Pevenage zum Beispiel, schaut der Kapitän dann selbst von Zeit zu Zeit nach dem Rechten hier. Aber keine Gefahr an der Spitze für Saroni. Die Gelegenheit für uns, einmal zu hören,
was er von Rolf Goltz hält, der Giuseppe Saronni. Das ist ein Junge, der Gutes verspricht, der stark ist, aber man muss trotzdem abwarten, um am Ende der Saison ein Urteil zu fällen. Auf jeden Fall ist er ein überdurchschnittliches Talent. Aber man muss diesem Rolf Goltz wirklich keine Beine machen. Auch bei Tirreno Adriatico zeigt der Bad Schussenrieder sein Talent und seine Klasse. Gestern auf der ersten Etappe von Santa Severa nach Arpino, 240 Kilometer lang, war in der Spitzengruppe einer der stärksten. An vierter Position hier Rolf Goltz und am Ziel dann in der Gesamtwertung Achter. Großartig. Heute auf den knapp 200 Kilometern nach Subiaco musste Neuling Goltz bei Kapitän bei Saronni bleiben und er fiel ein paar Sekunden und ein paar Plätze zurück, aber ist weiterhin vorn. Ganz von heute der Tagessieger im Sprint, Adi van Hauwelingen aus Holland, vor dem Österreicher Satrobelek. In der Gesamtwertung aber ganz vorn, Moreno, Argentin, Italien, eine Sekunde vor Vicentini und drei Sekunden vor Bernard Hinault. So, die Lottozahlen sind da, die lauten heute 1, 5, 13, 30, 41, 46, Zusatzzahl 49. Nochmal 1, 5, 13, 30, 41, 46, Zusatzzahl 49, ohne Gewehr, genauso wie die Zahl des Spiels 77. Die lautet heute 4, 9, 6, 4, 1, 3, 9. Nochmal, Spiel 77. 4, 9, 6, 4, 1, 3, 9. Ich weiß nicht, ob Sie im Verlauf der Woche Gelegenheit hatten, in die Übertragungen von der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Tokio hineinzuschauen. Einige Übertragungen fanden morgens statt, am Vormittag. Da sind natürlich nicht allzu viele daheim, aber immerhin, es lohnt sich, wie wir feststellen, an unseren Einschaltquoten. Also, wir haben heute den deutschen Meister gesehen, die Mannschaft der Woche im Volleyball. Wir haben den FC Bayern München und den ersten FC Köln behandelt, die Fußballmannschaften der Woche. Dort bei diesen Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften haben wir sowas entdeckt wie das Paar der Woche. Zwei kleine Hongkong-Chinesen, sie mit dem Namen Guy, er mit dem Namen Mack. Und die beiden haben an diesem erstklassig besetzten Wettbewerb auf ihre ganz spezielle Weise teilgenommen. Und wir hatten eigentlich ein Gefühl von Zuneigung, als wir sahen, wie diese beiden sich dort im Paarlauf versucht haben. Richtig lieb, haben die meisten in unserer Redaktion gesagt, und wir wollten Ihnen das heute Abend noch einmal zeigen. Ja, zuerst ist man geneigt zu sagen, das gibt's doch nicht. Dann empfindet man so ein klein bisschen Mitleid, aber wenn man länger hinschaut, entwickelt sich so ein Gefühl von Sympathie und am Ende sagt man eigentlich ganz schön, dass es sowas gibt. Und jetzt die Nachrichten mit Joachim Güter. Eiskunstlaufen. Bei den Weltmeisterschaften in Tokio verteidigte Katharina Witt aus der DDR ihren Titel erfolgreich. Sie sehen hier Ausschnitte aus ihrer Kür, über die die 19-jährige Olympiasiegerin danach sagte, sie sei die beste ihrer Laufbahn gewesen.
Katharina Witt, nach Pflicht- und Kurzprogramm noch Dritte, bekam für ihren fehlerlosen Vortrag die beste Wertung. Die Preisrichter gaben sechsmal die Note 5,9. Kira Ivanova aus der UdSSR gewann die Silbermedaille, die 17-jährige Amerikanerin Tiffany Chin Bronze. Die deutsche Meisterin Claudia Leistner aus Mannheim belegte Rang 6, die Düsseldorferin Patricia Neske wurde 12. Ski Alpin. Sepp Wildgruber aus Oberaudorf wurde bei der Weltcup-Abfahrt der Herren in Aspen im US-Bundesstaat Colorado 3. Für einen Schweizer Doppelerfolg sorgten der Vize-Weltmeister Peter Müller und Karl Alpiker. Der Österreicher Helmut Höflehner wurde 4. und sicherte sich damit den Gesamtsieg im Abfahrtsweltcup. Biathlon. Zwei Tage nach seinem Sieg im 20-Kilometer-Wettbewerb belegte Olympiasieger Peter Angerer beim Weltcup-Finale in Oslo über 10 Kilometer nur Rang 11. Sieger des Rennens wurde Weltmeister Frank-Peter Rötsch aus der DDR vor Sergej Antow aus der UdSSR und dem Österreicher Alfred Eder. Frank-Peter Rötsch gewann mit 172 Punkten auch den Biathlon-Weltcup. Einen Punkt hinter Juri Kaschkarow aus der UdSSR wurde Peter Angerer 3. Einen spannenden Fünfsatzkampf lieferten sich Andreas Maurer und Boris Becker gegen das spanische Doppel Sergio Casal und Emilio Sanchez am zweiten Tag des Davis Cup Wettbewerbs in Sindelfingen. Das deutsche Paar, das trotz einiger guter Ergebnisse noch wenig gemeinsame Erfahrung hat, wirkte oft verkrampft, schaffte aber hier einen Spielball zum 5:4. Becker und Maurer hatten bereits mit 4:2 geführt, ehe sich die Spanier noch einmal herankämpften. Casal beim Aufschlag. Hier ist das Break und die Vorentscheidung in diesem entscheidenden Satz. Boris Becker, das 17-jährige Riesentalent, konnte zwar seine großartigen Leistungen vom gestrigen Abend nicht wiederholen, war aber nervenstark genug, um mit seinem hervorragenden Aufschlag das Match zu beenden. Boris Becker und Andreas Maurer schlagen Sergio Casal und Emilio Sanchez mit 4:6, 6:3, 1:6, 6:3 und 6:4. Die nächste Runde hat die deutsche Mannschaft vorzeitig erreicht und erwartet als nächsten Gegner das Team der USA Anfang August in Hamburg. Für eine Überraschung sorgte Hanna Mantlikova aus der Tschechoslowakei im Halbfinale des mit 150.000 Dollar dotierten Tennisturniers in Princeton im US-Bundesstaat New Jersey. In nur 75 Minuten gewann Mantlikova gegen die Weltranglisten-Erste Martina Navratilova aus den USA mit 7:6, 6:0. Motorsport. Pech hatten der Regensburger Walter Röhrl und sein Münchner Beifahrer Christian Geisdörfer bei der Rallye Portugal. Am vierten und letzten Tag fielen die bis dahin führenden Deutschen durch zwei Reifenschäden und einen Getriebewechsel an ihrem Audi Quattro zurück und belegten Rang 3. Sieger des dritten Laufs zur Rallye-Weltmeisterschaft wurden die Finnen Timo Salonen und Seppo Harjanne auf Peugeot 205 Turbo vor dem italienischen Lancia-Team Biasion Siverio. Salonen übernahm mit 44 Punkten auch die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Röhrl ist mit 27 Punkten Vierter. Hallenhandball. In der Herren-Bundesliga spielten Dankersen, Wallau-Massenheim 19:10, Reinickendorfer Füchse, Gummersbach 22:26, Lemko Essen 16:16, Weiche-Handewitt, Großwallstadt 25:17 und Hofweier-Kiel 22:19. Kiel bleibt trotz der Niederlage in Hofweier Tabellenführer. Gummersbach hat allerdings jetzt nur noch einen Punkt Rückstand. Mit 24:10 Punkten hat auch Tusem Essen noch Meisterschaftschancen. Fußball. Die Bundesregierung will bei den Regierungen Westeuropas schriftlich darauf drängen, dass West-Berlin als Spielort bei der Fußball-Europameisterschaft 1981 einbezogen wird. Deutsche Botschafter in 8 Staaten werden auf Weisung des Auswärtigen Amtes den Regierungen gleichlautende Schreiben, sogenannte Aide-Memoirs, überreichen. In dem vom Bundesinnenministerium initiierten diplomatischen Papier will die Bundesregierung deutlich machen, dass ohne West-Berlin die Fußball-Europameisterschaft nicht in der Bundesrepublik ausgetragen werden soll. Ja, und die große Frage ist, wie eine solche Initiative der Bundesregierung aufgenommen wird, denn man hört jetzt immer häufiger auch von Sportführern der westlichen Hemisphäre, in Deutschland natürlich sowieso, dass auch die Westeuropäer nicht mehr so leicht bereit sind, das Thema Berlin
ellenlang zu diskutieren. Bei aller Liebe zu Berlin, unbestritten, man muss jetzt wahrscheinlich ganz behutsam vorgehen, auch im westlichen Bereich. Am nächsten Wochenende wird in Lissabon die Entscheidung darüber fallen, ob Deutschland die Europameisterschaft 88 behält und wie es dann ist, ob Berlin dabei sein wird oder nicht. Und gerade eben ist noch diese Meldung gekommen, der SID meldet, dass neuer deutscher Meister im Schwergewichtsboxen in Düsseldorf, der Mannheimer Charlie Graf, durch einen Abbruchsieg in der 7. Runde über den Titelverteidiger Hartmann aus Frankfurt geworden ist. Ringrichter Kurt Halbach brach den Kampf wegen einer Augenverletzung Hartmanns ab. So, und neben mir sitzen also, um es noch einmal zu sagen, Karl Friesen, der Torhüter, Nationaltorhüter beim Sportbund Rosenheim, und Harold Kreis, sein Landsmann, beide sind Kanadier, inzwischen aber in Deutschland sozusagen integriert, sprechen hervorragend Deutsch, vom Mannheimer ERC. Die beiden werden gemeinsam in der Nationalmannschaft für Deutschland spielen, demnächst bei der Weltmeisterschaft in Prag. Aber jetzt wird es erstmal gegeneinander gehen in der Finalrunde, die möglicherweise 5 Spiele erfordert. 36 Punktespiele haben die beiden schon hinter sich und 6 Spiele der Zwischenrunde, sage ich jetzt mal, die hingeführt hat auf die Finalrunde. Und die Frage geht an Harold Kreis, ist das nicht eigentlich zu viel? Muss nicht Xaver Unsinn, der Bundestrainer, jetzt schon mit ziemlich ausgelaugten Spielern rechnen für die WM? Ja, gut, das ist die Frage, was eigentlich anstrengender ist, jetzt weiter zu spielen oder wie die Vereine, die wir jetzt schon ausgeschieden sind, 5 Wochen oder 3 Wochen Pause einlegen zu müssen, bevor unsere Vorbereitungsphase anfängt. Ich weiß selber nicht, was jetzt anstrengender ist für uns. Unsere beide, also unser Viertelfinale und Halbfinale, Spiele gegen Schwenningen und Köln gingen jeweils nur bis zu 3 Spiele, wie auch bei Rosenheim der Fall war. Also da war es nicht so anstrengend, aber ich vermute, dass die Spiele jetzt um die Meisterschaft gegen Rosenheim schon ziemlich viel Kraft kosten werden. Aber da haben wir immerhin noch 6 Wochen Zeit, bis die Weltmeisterschaft losgeht. Das erste Spiel, Karl Friesen, findet in Rosenheim statt, ja. Also auf eigenem Eis. Genau. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in das Spiel gegen Mannheim, gegen Ihren Freund? Ja, die Spiele werden ganz, ganz hart sein und schwer. Ich glaube, dass beide Mannschaften ungefähr gleich stark sind. Die Mannheimer haben hervorragende Torwart, die haben 2 spitze Stürmer rein und damit Harry in die Verteidigung, dann kann eigentlich nicht schief gehen. Aber wir werden darauf hoffen, dass wir unser Heimvorteil ausnutzen können, weil praktisch, wenn wir alle Heimspiele gewinnen können, werden wir Meister. Und dass wir hoffen auch, wir wissen, dass wir super Zuschauer haben und die werden uns anfeuern. Und die 7000 Zuschauer, die da sind, die werden uns sehr viel helfen. Sie werden ja nun geradezu vergöttert in Rosenheim. Sie sind jetzt da 5 Jahre. Sie sind der Held in Rosenheim. Ich würde Held nicht sagen, aber ich bin Gott sehr dankbar, dass ich 5 Jahre in Rosenheim spielen dürfte. Und es ging alles so gut in die 5 Jahre. Ich möchte eigentlich nie weg. Aber Sie werden weggehen, worüber wir noch reden werden. Sie haben das Stichwort Gott gegeben. Sie sind ein Mann, der sich dem christlichen Glauben sehr stark verbunden fühlt. Ja. Und viele, die Sie kennen, also auch Rosenheimer Zuschauer, die Sie regelmäßig sehen, sagen, man spürt es förmlich, dass Sie da eingebettet sind in Ihren Glauben. Sie sind ein ruhiger, ausgeglichener, außerordentlich behutsamer Mann, von dem man nie Aggressivität sieht. Ich glaube, dass Sie aus Ihrem Glauben sehr viel Kraft beziehen für Ihre sportliche Leistung. Ja, bestimmt nehme ich die Kraft von Gott her. Und ich meine, bei mir ist es so, das Gewinnen oder Verlieren ist nicht grundsätzlich der Wichtigste in meiner sportlichen Laufbahn. Und es ist so, dass ich im Spiel fair spielen will und dass ich auch durch den Spiel ein Zeugnis für Jesus Christus sein kann. Und das ist eigentlich meine Ziele, auch im Sport wie im alltäglichen Leben. Sie werden deshalb auch sehr geschätzt, sowohl auf dem Eis als auch außerhalb. Ich glaube nicht, er hat einen sehr starken Leitbildcharakter, ist ein großes Vorbild für viele. Zumal ja, Harold Kreis, der Eishockeysport so ein bisschen ins schiefe Licht gekommen ist, durch doch zu starke Aggressivität auf dem Eis. Man spricht sogar von Brutalität, man muss das da und dort auch ganz offen aussprechen. Ich meine, Sie haben einen Mannschaftskameraden, der war neulich hier, die Dinge sind beruhigt. Roy Röttger, ein Mann, der sich jetzt in der Zwischen- und Endrunde außerordentlich zurückgehalten hat und offenbar aus den Negativschlagzeilen, die um ihn herum entstanden sind, auch gelernt hat. Ja, das hat er auf jeden Fall. Die ganze Sache hat ihn auch sehr mitgenommen. Es hat ihn sehr betroffen, weil er gar nicht von der Art her, also
Der Typ Mann eines Raudis ja ein oder eines Schlägers ist. Ja. Ein Rau ist er schon, ich meine, der Rau ist, ja, aber Rau, ist fast Raudi zwei Meter groß, ist er, aber ist ja, Raudi ist er nicht, also dass er jetzt außerordentlich oder immer in der Regel faul spielt, ist er nicht und wie gesagt, also das hat ihn schon ziemlich mitgenommen. Und haben Sie denn als der Mannschaftskapitän in Mannheim auch darauf eingewirkt oder wirken Sie jetzt immer wieder auf Ihre Mannschaftskameraden ein, doch lieber gut Eishockey zu spielen und auf all die Entgleisungen zu verzichten? Ja, das müssen Sie eigentlich. Also ich versuche das so gut wie möglich, weil ich vielleicht doch in der Mannschaft der ruhige Pol bin und auch als Mannschaftskapitän. Unser Trainer versucht das auch natürlich und jeder Einzelspieler weiß auch, wann er eine Strafzeit bekommt oder macht, dass er seine eigene Mannschaft damit benachteiligt, dass er eigentlich nichts damit erreicht, vielleicht ein bisschen Wut ablässt oder Aggression, aber die seine eigene Mannschaft damit benachteiligt. Und gerade gegen Rosenheim, eine offensive starke Mannschaft, können wir uns jetzt, wenn es tatsächlich um die Meisterschaft geht, solche Sachen nicht leisten. Das ist oft, also das sogenannte Powerplay bei Rosenheim ist sehr effektiv und das kann uns dann sämtliche Tore kosten. Was Ihr Trainer, Sie haben, ja, was natürlich nicht in Ihrem Sinne ist, das ist völlig klar. Ihr Trainer geht weg und zwar nach Rosenheim. Das ist ja besonders pikant, die Situation. Wird er dennoch den Mannheimer ERC also zur Höchstleistung bringen können, ohne schon mit einem halben Ohr nach Rosenheim zu horchen? Was meinen Sie? Nein, der Herr Olinek ist also noch bei Mannheim bis Ende Saison verpflichtet und er wird seine Aufgaben voll ausfüllen. Das tut er jetzt und er wird es noch tun. Er will unbedingt mit Mannheim Meister werden, weil er viele Jahre in Mannheim verbracht hat und viel Erfolg eigentlich mit Mannheim gehabt hat. Und ich denke, dass er jetzt zum Abschied, wie auch bei Dr. Pavel Wohl, das ist auch das, was Rosenheim wünscht, als Abschiedsgeschenk die Meisterschaft. Ja, die tschechoslowakischen Trainer müssen ja nach einer gewissen Zeit immer wieder zurück in die Tschechoslowakei, können dann aber nach einer Zeit des Aufenthaltes dort wieder in die Bundesrepublik, um zu trainieren. Karl Friesen, Sie haben schon angedeutet, Sie gehen weg von Rosenheim, Sie gehen ganz weg aus Deutschland. Heißt das, sind auch der deutschen Nationalmannschaft dann für immer verloren und warum überhaupt gehen Sie weg? Ja, der Grund, warum ich weggehe, ist eigentlich nur aus sportlichen Gründen. Es ist für mich ein sportliches Abenteuer, in die amerikanische und kanadische Profiliga zu spielen. Und Sie gehen nach New Jersey. Den Devils, zu den Teufeln. Ja. Der Gottesmann Karl Friesen geht zu den Devils. Was? Auch nicht ohne Reiz, ne? Ja. Also, Sie wollen bei den Teufeln mal anständig aufräumen, das finde ich in Ordnung. Ja, ich gehe zu New Jersey und es ist so, dass es war eine ganz schwere Entscheidung, weil mir gefällt es in Rosenheim so gut, dass ich, und ich weiß zu schätzen, die Zuschauer waren 5 Jahre für mich immer da und die haben mich immer zugeschrieben und Mut gegeben. Voll unterstützt, auch jetzt, als ich gesagt habe, dass ich weggehe. Die sind einfach hervorragend gewesen zu mich und ich habe nur Lob für die Zuschauer in Rosenheim. Aber die aus sportlichen Gründen möchte ich dies jetzt probieren. Und es kann sein, dass ich nach 1 oder 2 Jahren, dass ich zurückkomme. Mhm. Und wie Sie, was Sie gefragt haben, dass ich kann noch für die deutsche Nationalmannschaft spielen, auch wenn ich drüben spiele, wenn es zeitlich geht. Und wenn Sie dort nicht dringend gebraucht werden? Ja, wenn die Saison da vorbei ist, dann fängt die Weltmeisterschaft normalerweise nur an. Und dann könnte ich schon rüberfliegen. Besonders interessant ist ja, Sie sind verheiratet, haben eine junge Frau, haben ein Kind von 6 Monaten, genau. Dass Ihrer Frau es noch viel schwerer fällt, wieder von hier wegzugehen. Bei Ihnen könnte man sagen, also Karl Friesen ist deutscher Abstammung, seine Eltern sind Deutsche, leben dort in Kanada. Das ist so ein Hin und Her. Aber Ihre Frau, die sich am Anfang vielleicht ziemlich schwer getan hat, nach Deutschland zu gehen, ist nun hier in Rosenheim, fühlt sich so pudelwohl, dass sie gar nicht mehr weg will. Das ist jetzt ihr größtes Problem. Ja. Eigentlich wollen wir beide nicht weg, aber sie akzeptiert, also wir haben es beide entschieden, aber sie hat gewusst, dass mir das Profiliga reizt und sie hat dann gesagt, Mai, wir können dann gehen. Mai, sagt er, wie die Rosenheimer. und dann hoffentlich können wir zurückkommen. Wenn es alles in Rosenheim so bleibt, dann hoffentlich in die Zukunft können wir zurückkommen. Das wäre sehr schön. Sie beide haben ja gemeinsam in der Juniorenmannschaft in Kanada gespielt, haben sich dort kennengelernt. Ich muss Ihnen ein großes Kompliment machen. Sie beide sprechen hervorragend Deutsch. Danke. Und danke. Ich glaube, wir würden uns alle sehr freuen, wenn Karl Friesen so käme. Und ich wünsche Ihnen beiden jetzt für die Endrunde zur deutschen Meisterschaft gute Spiele, für die Zuschauer viel Enthusiasmus und bitte erinnern Sie sich daran, dass man dem Eishockeysport sehr schaden kann, wenn es so verlaufen sollte, wie es jetzt leider in einigen Spielen verlaufen ist. Ich hoffe, das wird nicht so sein. Hoffen wir. Harold Kreis, vielen Dank. Karl Friesen, alles Gute. Danke. Danke. So, jetzt noch
in die Dortmunder Westfalenhalle zu den Reitern. Im Mitte April findet das siebte Finale um den Weltcup in der Berliner Deutschlandhalle statt. Dafür können sich auch 20 Europäer qualifizieren in 12 Springen. Das achte fand heute Abend statt, ein ganz, ganz erstklassig besetztes. Und Arnim Basche wird uns davon jetzt berichten, es ging um Punkte und um einen strammen Batzen Geld. Es war ein hochinteressantes, spannendes Springen, bei dem die Entscheidung wie geplant im zweiten Stechen fiel. Von 44 Startern erreichten es 7. Als erster musste der Schweizer Profi Thomas Fuchs in die Bahn. Er testete den Kurs und hatte einen Abwurf. Und dann war Peter Luther an der Reihe, der 46-jährige Landwirt aus Wedel bei Hamburg. Gestern war er im Großen Preis der Bundesrepublik Fünfter. Er reitet wie vor 24 Stunden Lucky, den Holsteiner von Ladykiller, der hier in Dortmund ausgezeichnet ging. Aber er schleppt natürlich ein Handicap mit sich herum, der Peter Luther. Er muss auf sein Paradepferd, auf Livius, verzichten, der immer noch an einer Verletzung laboriert. 1,60 Meter hoch sind jetzt die Steilsprünge und 1,50 mal 1,70 messen die Hochweitsprünge. Ein sehr, sehr schwerer Parcours, den Peter Luther hier allerdings souverän absolviert und fehlerfrei beendet in 41,51 Sekunden. Olaf Petersen hatte mit seiner Mannschaft wie immer fair, aber trickreich aufgebaut. Er bot den Reitern Galoppstrecken an, die verführerisch waren, aber auch gefährlich. Natürlich konnte man aufs Tempo drücken, doch nur mit Pferden, die gut regulierbar waren, die sich vor dem Sprung, ohne gegen die Hand zu gehen, aufnehmen ließen und nicht unkontrolliert dagegen galoppierten. Aber im Stechen sollen ja Wendigkeit und Galoppierfähigkeit in besonderem Maße und unter erschwerten Bedingungen getestet werden. Peter Luther hat eine sehr gute, eine hervorragende Marke gesetzt. Als nächster wird nun der jüngste Teilnehmer reiten. Stefan Schewe, 23 Jahre alt, Student der Betriebswirtschaft und wohnhaft in Euskirchen. Er hat eine hervorragende Hallensaison hinter sich mit Wilster, mit dem neunjährigen im Rheinland von Wächter gezogenen Wallach. Es war eine Überraschung, dass dieser junge Mann so weit in diesem schweren Springen gekommen ist. Denn es blieben eine ganze Reihe von Weltklasse-Kombinationen auf der Strecke. Stefan Schäfer ist übrigens nur durch die große Initiative von Bundestrainer Hermann Schritte nach Dortmund gekommen. Jetzt drückt er aufs Tempo, nimmt den Wallach dann etwas zurück und nimmt die letzten Sprünge fehlerfrei in der bisherigen Bestzeit. 40,13 Sekunden. Peter Luther ist schon vom ersten Platz verdrängt. Was bahnt sich hier an? Stefan Schewe aus Euskirchen, 23 Jahre alt, ist in diesen schweren Springen vorn. Als nächster ein Routinier mit ungeheurer internationaler Erfahrung. Hugo Simon, 42 Jahre alt, aus Weisenheim, der Sieger des ersten Weltcups 1979. Von 1979 bis 1981 hat er dreimal den Großen Preis der Bundesrepublik gewonnen. Mit Gladstone, den 15-jährigen Januar, der nach wie vor sehr frisch und sehr leistungsbereit geht, aber hier ein Fehler war. Schade. Damit steht schon fest, dass Stefan Schewe in Führung bleibt. Aber es ist erstaunlich, wie dieser Veteran immer noch sich anbietet vor jedem Sprung, wie er galoppiert, wie er kämpft. Ein großartiges Pferd, dieser Gladstone, der jetzt eine Gewinnsumme von ungefähr 800.000 Mark auf dem Konto hat. Und Stefan Schewe verdrückt sich. Er ist außerhalb des Parcours der Nervenanspannung nicht mehr so ganz gewachsen. Paul Schockemöhle ist jetzt in der Bahn, der Doppel-Europameister aus Mühlen. Er führt mit 83 Punkten die Europa-Liga der Weltcup-Qualifikationsprüfungen an. Er hat fleißig Punkte gesammelt und war bisher bei 6 Weltcup-Springen mit dabei, ohne allerdings ein einziges zu gewinnen. Und er reitet natürlich Deister, sein 14-jähriges in Hannover gezogenes Paradepferd. Beide spielen ihre ganze Routine aus. Deister kann ja im Stechen, das hat er sehr, sehr oft bewiesen, sehr schnell sein. Er ist aufmerksam,
Er ist intelligent, er ist clever und er kann sich in kritischen Situationen, die natürlich nicht ausbleiben, bei einem solchen Ritt auch mal selbst helfen. Die Zeit ist hervorragend, ist gut. Das letzte Hindernis, die zweifache und der letzte Sprung und da wischt er mit der Hinterhand über die oberste Stange und streift sie ab. Ein Abwurf, 39,09 Sekunden, die Zeit hätte gereicht, aber wie gesagt, ein Abwurf. Stefan Schewe ist nach wie vor in Führung. Danach ritt dann der französische Profi Hervé Godignon, eine superschnelle Zeit, aber er klotzte insgesamt viermal, hatte 16 Punkte auf dem Konto und nun hat es nur noch der sehr erfahrene, sehr routinierte Niederländer Rob Ehrens in der Hand, Stefan Schewe den Sieg im Weltcup-Springen von Dortmund streitig zu machen. Rob Ehrens sitzt im Sattel von Oscar Dramm, einem 12-jährigen in Holland gezogenen Wallach, der sehr routiniert ist. Und der auch immer wieder große Nervenkraft zeigt. Pferde brauchen das in solchen Springen, wo sie vom Reiter gefordert werden. Er muss jetzt etwas schneller reiten, um an die Zeit von Stefan Schewe heranzukommen. Aber er muss natürlich auch fehlerfrei bleiben. Und jetzt geht er ein Risiko ein, geht einen Weg, den die anderen nicht gegangen sind, spart sich die große Schleife und da reißt er. Fehler, 40,77, die Zeit hätte ohne nicht gereicht. Und jetzt ist die Sensation perfekt. Es war schon eine, die sich heute in der Westfalenhalle ereignete. Da haben wir Stefan Schewe. Von solchen nicht erwarteten Überraschungen hat der Sport aber von jeher profitiert, weil er nicht zuletzt auch dadurch interessant bleibt. Wie er sich denn nun fühle, wurde Stefan Schewe nach seinem Sieg gefragt. Ganz anders als vorher, antwortete er. Stefan Schewe mit Wilster gewinnt also das Weltcup-Springen in Dortmund vor Peter Luther und Lucky. Dritter Hugo Simon mit Letztun, vierter Deister mit Paul Schockemöhle und fünfter Oscar Dramm mit Rob Ehrens. Und in der Europa-Liga des Weltcups bleibt Paul Schockemöhle mit 89 Punkten in Führung vor dem Engländer Nick Skelton. Der nächstbeste Deutsche ist dann auf dem achten Platz Dr. Michael Rübing mit 45 Punkten. Also, ich sitze im Kreise des deutschen Meisters. Geht morgen weiter in Dortmund mit dem Reiten, Sportreportage, 17 Uhr, sage ich gleich noch Einzelheiten. Ich wollte schnell noch mit Herrn Moser ganz kurz die Mannschaft einmal durchgehen. Erstmal, das ist wohl die jüngste Mannschaft überhaupt in der Bundesliga, ich glaube mit 22 Jahren. Ja, mehr als nein, nein. Und die deutsche Meisterschaft ist sozusagen im Galopp errungen worden. Ein Minuspunkt habe ich gesehen in der Tabelle nur. Was war das? Ja, das war Spiel in Paderborn. Zu Hause gegen Paderborn. Paderborn ist ja sowas wie ein Angstgegner, ne? Ja. Kann man das sagen? Und da muss die Mannschaft morgen hin. Wir müssen morgen nach Paderborn. Aber zum Glück seid ihr schon deutscher Meister, kann nichts mehr schief gehen, ne? Ja, wir wollen auch da gut abschneiden. Das am Mittwoch zu Hause gegen Berlin Meister geworden, danach haben Sie wahrscheinlich einen kleinen zur Brust genommen, kann man das so sagen? Oder auch einen großen? Nee, nee, das kann man nicht sagen. Wir haben zwar ein bisschen gefeiert, aber Tag darauf war wieder normales Training, insofern läuft das weiter. Sie werden also morgen den Paderbornern ein ernsthafter Gegner sein? Das auf jeden Fall. Wie ist es geschafft worden, so rasch diese Mannschaft zu einer Einheit zusammenzuschweißen? Eine Mannschaft, die ja ohne Stars eigentlich auskommt. Es sind alles Jungs sozusagen aus den eigenen Reihen, Nachwuchs des HSV. Rasch ging das auch nicht. Das war eine Arbeit von fast 5 Jahren. Mhm. Diese ganzen Jungs hier sind fast 5 Jahre zusammen, spielen auch schon die ganze Zeit zusammen. Und das ist jetzt endlich so weit, dass das auch diese kontinuierliche Arbeit die Früchte trägt. Ich habe irgendwas gelesen von einer Wohngemeinschaft, in der Sie leben, oder einige Spieler jedenfalls. Ja, die einige Spieler leben ja zusammen. Das sind größere Wohnungen mit mehreren Zimmern. Das nennt man bei uns dann Wohngemeinschaft. Ich finde auch das positiv und hat, das würde ich auch sagen, dazu beigetragen, dass diese Zusammensein, diese Geschlossenheit da ist. Ist das so? Fühlt man sich da gut in der Wohngemeinschaft? Gibt's auch, ich meine, gut, man geht sich auch schon auf die Nerven, wie überall in Wohngemeinschaften. Aber im Großen und Ganzen harmoniert das. Die meisten sind Studenten, nicht? Großteil unserer Mannschaft sind Studenten, einige arbeiten auch schon. Was studieren Sie? Sagen Sie uns Ihren Namen, bitte. Ich bin Bonus Krohles und ich studiere Medizin. Mhm. Und die anderen, was wird alles so studiert? Maschinenbau, Architektur, was so. Ein schöner Querschnitt. Der Trainer muss seinen Vertrag verlängern noch in diesem Monat. Wird ihm das gelingen? Das weiß ich nicht, das müssen Sie unseren Vorstand fragen. Wen frage ich da am besten? Herrn Dr. Klein? Nö, glaube ich nicht, aber
Volleyballabteilung, würde ich mal. Soll ich anrufen? Montan sagen, Moser, guter Mann, sehr guter Mann. Müssen wir unbedingt verlängern? Ich glaube nicht, dass ich da irgendwelche Befürworter brauche. Nee. Oder? Ich weiß nicht. Ich frag ja nur. Ich frag ja nur. Stellen Sie uns doch bitte zum Schluss die Mannschaft noch schnell vor. Fangen wir mit da drüben an. Ganz kurz mal. Christian Voss, Jörg Brügge, Matthias Berg, Christoph Schieder. Da hinten sieht man sie nochmal auf dem Bildschirm. Leif Andersson, Kapitän Frank Makeroth. Und hier rechts von uns Dr. Bruno Skouridis, Hauke Brack, Harald Holst und unser einziger Vater Kai-Michael Wosiller. Der Mann hat auch noch Zeit, Vater zu werden. Unheimlich. Ja, so anstrengend nicht, aber studieren, Volleyball spielen, deutscher Meister werden und Vater. Wer schafft das schon? Das ist schon eine tolle Leistung. Ne? Ja. Also wenn Sie denn dabei bleiben, wovon wir ausgehen, wird das sicher im nächsten Jahr erfolgreich weitergehen. Ist das für die anderen Bundesligamannschaften von Nachteil, wenn dann wiederum so eine Mannschaft da ist, die alles überstrahlt, wie das ja nun in Gießen 3 Jahre lang der Fall war? Oder kann sich daran einiges andere wieder aufranken und kann das auch so ein Nutzen der Nationalmannschaft sein? Ja, ich glaube, dass nach uns wird sich alles jetzt messen. Die werden natürlich sehr heiß sein, uns die Hölle heiß zu machen. Und ich glaube, unsere Erfolge, die wir jetzt errungen haben, die sind auch für die Nationalmannschaft sehr wichtig. Wie viele Ihrer Spieler sind in der Nationalmannschaft? Ja, wir haben zurzeit 3. Im erweiterten Kader sind noch 2 weitere. Mhm. Insgesamt 5 Leute dann. So, und jetzt gucken wir uns zum Schluss noch ein bisschen was an. Sie haben ein kleines Programm zusammengestellt. Ihnen ist heiß, ne? Ja, mir auch. Sehr heiß. Wir haben nämlich hier eine Klimaanlage eingebaut, aber ich habe das Gefühl, die hat geht sich heute Abend verabschiedet. Ja. Das werden wir nachher mal untersuchen. So, also der deutsche Meister HSV in einem Kurztraining. Ich gehe mal zur Seite, weil das vielleicht besser ist. Das, was wir jetzt sehen, also der sogenannte Hechtbagger, ist das richtig, ja? Ja, das... Muss einer die Bälle zurückbefördern, jawohl. Ja, das ist ein Teil von Abwehrübung. Heutzutage bei den starken Angreifern, bei dem hohen Angriff, ist es notwendig, dass man in der Abwehr wirklich sehr viel tut. Und hochtrainierte Athleten hat, nicht? Und ja, ist richtig. Ich habe, Entschuldigung, ja? Im Schnitt sind die Leute oder die Spieler so um 1,92 bis 2 Meter. Und das ist so gerade das ideale Körpergröße für diese Sportart. Ich habe festgestellt, dass Sie auch international außerordentlich hoch bewertet werden, dass also erstklassige Trainer aus dem Ausland sagen, das ist eine Mannschaft, die internationales Format hat. Ne? Ja, wir haben natürlich durch unsere Auftritte in Europapokal haben uns sehr viele Freunde gewonnen. Wir haben in Saint-Nazaire in Frankreich? In Frankreich sind wir zwar Vierte geblieben, was einfach sich zu erwarten war. Nur was nicht zu erwarten war unser ganzes Auftreten da. Ja. Wir sind wirklich da so prima aufgenommen worden vom französischen Publikum. Das war vorher absolut nicht zu erwarten. Also wenn zum Beispiel die Trainer des östlichen Teils Europas sagen, und da wird ja nun wirklich erstklassig Volleyball gespielt, das ist eine tolle Mannschaft, da sind nicht nur 2, 3 gute, sondern die ist durch die Bank erstklassig, dann bedeutet das ja einiges, nicht? Das ist schon ein Lob für uns, was uns auch zu einigen verpflichtet, auf diesem Standard nicht weiter zu bleiben, sondern diese weiter zu arbeiten und diese internationalen Begegnungen zu suchen. Weil nur durch solche Begegnungen ist man in der Lage, Erfahrung, die richtige, nötige Erfahrung zu sammeln, die man nachher in den entscheidenden Momenten dann braucht. Ja. Im Europapokal werden Sie ja dann auch drin sein jetzt als Meister? Ja, nächste Saison sind wir wieder vertreten. Da trifft man dann auf allererste Klasse wiederum. Ja, ich glaube und ich hoffe auch, dass wir da auch einigermaßen mithalten können. Wir werden natürlich weiter dran arbeiten. Jo, dann machen wir, bevor wir zum dritten Teil dieser Demonstration kommen, möchte ich schnell noch einen Hinweis geben auf die Sportreportage, die morgen schon um 17 Uhr beginnt, wegen der Wahlen. Und zwar im Programm Reiten, internationales Hallenturnier in Dortmund, habe ich schon angedeutet, Fußball, zweite Bundesliga, Tennis, Davis Cup, Deutschland, Spanien, geht ja weiter. Und dann von den deutschen Tischtennismeisterschaften in Saarbrücken auch eine ausführliche Reportage. Schönen Sonntag, sage ich allen. Ich bedanke mich hier beim Publikum. Es hat prima mitgemacht. War ein schöner Abend.
Alles Gute, auf bald, salü. Und hier die Gewinnzahlen der Woche. In der süddeutschen Klassenlotterie